Mit der 12. Bundesrussischen Olympiade in Hamburg. Und ich bin wahnsinnig froh, euch alle heute begleiten und begrüßen zu dürfen. So, ich bin der Johannes Reifenrath, ich komme aus Ostsachsen, ganz im Osten, relativ weit unten. Und ich habe eben die Olympiade in Sachsen gewonnen, sonst wäre ich ja nicht hier. Ich bin Leonie, ich bin 15 Jahre alt und komme aus Berlin vom Herder-Gymnasium. Ich bin Daniel Zack und komme aus Frankfurt-Hessen. Also mein Name ist Daniel Michak, ich komme aus Finsterwalde, aus dem Sängerstadt-Gymnasium in Brandenburg. Ja, also mein Name ist Joel Schuckelt, ich komme aus NRW, aus Kerpen, das liegt in der Nähe von Köln und gehe da aufs Europagymnasium. Also ich heiße Rika Leupold und bin in Salzhausen auf dem Gymnasium. Die Bundesolympiade Russisch ermöglicht es uns, dem Fach Russisch eine größere Aufmerksamkeit beizumessen. Und Russisch konkurriert halt nicht nur mit Englisch und Französisch, sondern inzwischen sehr stark mit Spanisch, auch mit Chinesisch. Und dabei wird unterschätzt, wie wichtig Russisch eben auch ist und unsere Beziehungen zu Russland. Und um diese Beziehungen gut pflegen zu können, brauchen wir Menschen, die A, die Sprache kennen und B, das Land kennen. Und gerade mit dem Fall des Eisernen Vorhangs vor über 20 Jahren sind dort Länder erschlossen worden, die vorher für uns hier nicht zugänglich waren. Und die Kontakte nach Russland in den russischsprachigen Raum bieten für viele Lebensbereiche, sowohl für Bereiche Wirtschaft, Politik, Industrie, Handel, ein enormes Potenzial. Und deswegen denke ich, es ist besonders wichtig, eben halt auch den Erwerb der russischen Sprache zu fördern, um eben halt Leute heranzubilden, die später in der Lage sind, aktive Kontakte zu diesen Ländern herzustellen. Und gleichzeitig auch aufregendes, ein aufregendes Ereignis für uns alle und für euch sicherlich auch. Ich hoffe sehr, dass diese 12. Bundesrussische Olympiade uns allen viele neue Erfahrungen, viel Freude, neue Bekanntschaften, das hoffe ich sehr für euch, und Chancen zum Kompetenzen- und Fachaustausch bringen wird. Am meisten erwarte ich, dass ich so mal wieder erfahren kann, wie überhaupt meine Russischkenntnisse sind, die vielleicht verbessern kann, indem man mit anderen Menschen reden kann irgendwie. Ja, und ansonsten, man kommt natürlich, um irgendwie versuchen zu gewinnen. Und ich glaube am meisten, dass ich andere Leute kennenlerne und Leute, die man eher sonst nicht kennenlernen würde, weil sie eben aus anderen Bundesländern sind und mit denen man höchstwahrscheinlich etwas gemeinsam hat, wenn man entweder Russisches bzw. Russisch lernt, was ja auch nicht so oft vorkommt. Mit der Begrüßung der Teilnehmer in der Jugendherberge haben wir angefangen. Am Mittwochabend dann einen sehr lockeren Eröffnungsabend gehabt, mit nur ganz wenigen offiziellen Reden, mit der Absicht, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich untereinander besser kennenlernen können. Und deswegen haben wir auch in der Jugendherberge die Zimmerverteilung so gewählt, dass also die Ländermannschaften kunterbunt untereinander gemischt worden sind, natürlich getrennt nach Männlein und Weiblein, aber dass die einfach Kontakte knüpfen können und sich kennenlernen können. Каждый получит.
которую нужно описать, also man muss beschreiben, и при этом учесть, при этом заголовок, also Titel muss auch ausgedacht werden, и при этом учесть следующие аспекты, что люди делают, картинки, что они делают. So, sind alle bereit? Dann bitte jetzt anfangen. Also wir hatten erst Hörverstehen und da mussten wir zweimal einen Text hören von der CD und dann währenddessen ein paar Fragen ankreuzen. Das war so ganz einfach eigentlich. Und dann hatten wir Leseverstehen, haben wir einen Text bekommen und hatten halt auch Fragen, mussten dann auch wieder ankreuzen. An der Sprache finde ich so, dass dieses... weiß nicht, man hat es auch bei Französisch so, dieser Redefluss, wie es sich anhört, einfach so in der Gesamtheit, die Sprache, und irgendwie ist es auch was Besonderes, weil so viele Sprachen sind sich in vielerlei Hinsicht so ähnlich, Italienisch, was sich auf Lateinisch bezieht und so, und Russisch ist nun mal was ganz Eigenes für sich, was man, wo man vollkommen neu ansetzen muss, und das ist schon irgendwo eine Herausforderung, und die man annehmen kann und sollte. Und außerdem spielt ja diese soziale Komponente eine ganz große Rolle, also man trifft nicht jeden Tag irgendjemanden, also aus allen Bundesländern fast. Und dann lernt man sich halt, lernt man neue Leute kennen. Ich werde euch gleich die Rechercheaufgabe jeweils einen Draht verteilen. Wir werden heute zusammen, ihr seid meine Gruppe, das heißt, wir treffen uns nach dem Mittagessen alle. Wir fahren heute zu Hamburg Wasser. Die Aufgabe steht hier. Ihr könnt ganz gerne die Aufgabe durchlesen. Wenn ihr heute Abend zusammen nach den Rechercheaufgaben in der Jugendherberge seid, dann werden da auf jeden Fall die Materialien für euch bereitstehen. Räume stehen euch zur Verfügung. Es werden Schirme, A3, Plakate, Stifte, irgendwelche Filzstifte und alles da sein. Ja? Mein Tipp für euch, überlegt einfach, wie ihr das, was ihr heute an Informationen erhält, mit ganz einfachen Worten zusammenfassen könnt, damit die Prüfer euch morgen verstehen können. Also, ich hätte ja so 8 Minuten Zeit. In diesen 8 Minuten muss ich erstmal das Unternehmen vorstellen. 8 Minuten Zeit? Ja, also Unternehmen vorstellen und auch sagen, warum ich dann vielleicht dort arbeiten sollte. Also, warum ich der Richtige dafür bin. Also wir werden Exkursionen machen zu verschiedenen Betrieben, die hier in Hamburg stationiert sind. Beispielsweise die Gruppe A2 fährt, soweit ich weiß, zu den Hamburger Wasserwerken. Und ich gehe mit der Gruppe B1 zum Otto-Versand. Und dort werden wir dann eine Führung bekommen, etwas über das Unternehmen erzählt kriegen und dann auch noch die Möglichkeit bekommen, Fragen zu stellen und das Ganze dann mit Russland zu verbinden und das morgen dann in einer Präsentation darzustellen. Wir haben das Kraftwerk besucht. Da haben wir zuerst eine recht kompakte Führung über das Wasser allgemein gekriegt, wie das Grundwasser aufbereitet wird, wie das durch die ganzen Kanäle läuft, Siel. Das war recht interessant. Zum Beispiel haben wir erfahren, dass der größte Siel in Hamburg einen Durchmesser von 4,20 Meter hat, recht groß. Die Führerin war auch sehr lustig. Ja, und zum Schluss haben wir dann noch eine Führung gekriegt, wie man sich bewirbt, wie man eine Stelle kriegt und haben die Azubi-Werkstätte gezeigt gekriegt. Wir haben ja unsere Aufgabenstellung gekriegt. Wir sollen uns bei dem bewerben, bei dieser Kraftwerk. Und da habe ich mir gedacht, dass ich erst kurz die Firma vorstelle, dann den Bezug von dieser Firma, die ist als Teil von Hamburg auch den Kontakt zu St. Petersburg, der Partnerstadt in Russland hat. Den will ich kurz erläutern. Dann will ich mein eigenes Ziel an dieser Firma erläutern. Und kurz danach will ich sagen, warum ich an dieser Firma sein will und warum die ausgerechnet mich nehmen sollen und nicht meine Konkurrenten. Da habe ich mir einen kurzen Plan gemacht. Sieht noch recht langweilig aus. Mal sehen, wie es dann umgesetzt aussieht. Ja.
Wir waren heute beim Norddeutschen Rundfunk, aber bei der Radioabteilung, also nicht beim Fernsehen. Und wir haben uns da jetzt spezialisiert auf NDR Info. Also das ist ein Radiosender, wo den ganzen Tag nur Nachrichten laufen und keine Musik. Wir haben mit dem Herrn Webermann gesprochen, der selber auch schon mal Korrespondent war. Und unsere Aufgabe ist ja, uns in einen Korrespondenten, also wir sollen uns eben für einen Korrespondentenposten quasi bewerben. Deswegen konnte er uns da eben viele Tipps geben. Ansonsten fand ich es ganz schön aufregend, mal so zu erleben, wie so der Alltag im Radio ist, weil ich früher als kleines Kind wollte ich mal Radiomoderatorin werden und dann hat es quasi perfekt gepasst, weil wir auch gleich am Anfang bei so Radioaufnahmen dabei waren. Also wir waren quasi direkt im Studio, als er die Nachrichten gesprochen hat und es war eben einfach sehr, sehr interessant, weil es auch mal so was ganz Neues ist, wozu man sonst gar keinen Zugang hat. Also wir waren bei der Otto Group und ja, also wir haben eine kleine Führung bekommen, haben Informationen, also Fakten, Daten und Fakten über die Otto Group erhalten und sollen jetzt einfach für eine Zeitung sowas erzählen darüber. Also alles, was wir heute herausgefunden haben. Das kann ich schon Schüler oder Olympioniken sollen schriftliche Prüfungen ablegen, sollen mündliche Prüfungen ablegen. Ein Teil der mündlichen Aufgabe war, diese Präsentation vorzubereiten und die mündliche Prüfung ablegen. Das hieß einfach ein Interview geben, so wie ich euch gerade, oder einfach etwas erzählen zu dem Thema, was sie in der Rechercheaufgabe erhalten haben. Разрешите мне представиться. Меня зовут Флориан Конце. Мне 17 лет, и я из Люденшайда. Я родился 21 августа 1995 года в Люденшайде. И я учусь в гимназии Бергштадт в 12 классе. Да. Мои любимые предметы, естественно-научные предметы. Ja, also ich musste eine Präsentation halten. Ich bin A2 und musste über Hamburg Wasser, eine Firma, reden. Und musste dann erstmal eine Präsentation halt über die Firma, aber auch über mich selbst. Also ich musste mich selbst präsentieren, weil es war ein Praktikumsgespräch, also es war eine Bewerbung für einen Praktikumsplatz. Und ja, ich habe dann erstmal mich selbst vorgestellt und habe dann über die Firma geredet und warum die Firma mir so gefällt und warum ich diesen Praktikumsplatz überhaupt möchte. Ja, also ich habe leider keinerlei irgendwie Verwandte, die jetzt irgendwie Russisch sprechen, aber ich lerne es halt in der Schule jetzt im dritten Jahr, also seit der 10. Klasse, bin jetzt in der 12. Und ja, mir gefällt die Sprache einfach sehr gut, weil die ist so eine lebendige Sprache, ich bin auch sehr musikalisch eigentlich und die Sprache ist auch musikalisch, könnte man so sagen, also die ganze Betonung und so, also es ist ganz schön. Erstmal schön, dass ihr angekommen seid. Ihr befindet euch hier in dem Miralessaal der Staatlichen Jugendmusikschule Hamburg. Und wir haben es folgendermaßen geplant, dass der erste Teil erstmal hier unten stattfindet. Das heißt, ihr sollt euch hier unten informieren, ihr sollt schauen, was ist alles an Projekten ausgestellt im deutsch-russischen Austausch. Veranstaltungen sind ganz wichtig, um zum einen das Engagement und der Interesse und die Leistungen der Schüler im Russischunterricht zu würdigen, sie zu motivieren, weiterzumachen, ihre Sprachkenntnisse zu vertiefen. Und dann ist eine solche Preisverleihung wie heute Abend ist ein wichtiges Motivationsmittel, und um die Schüler eben halt auch weiterhin bei der Stange zu halten. Von daher finde ich das ganz toll, ich bin ganz begeistert von dieser Atmosphäre hier. Ich sehe die Schüler voller Begeisterung, sie fiebern der Preisverleihung heute Abend entgegen. Und wie ich von den Mitgliedern des Russischlehrerverbandes erfahren habe, war in den letzten 3 Tagen auch eine ganz hervorragende Stimmung hier.
кажется, знаете, что важно поддерживать в Германии русский язык, а в России немецкий. И я могу сказать, что в том университете, которым, президентом которого я являюсь, у нас всегда огромный конкурс на немецкое отделение. Есть много желающих знать язык. Мне кажется, в Германии важно поддерживать русский язык, потому что он дает возможность проникнуть в удивительную культуру, почувствовать душу русского человека. А это, мне кажется, очень важным. И, в общем, потому что, наверное, от взаимопонимания между нашими странами, от дружбы нашей между Россией и Германией, зависит ведь по существу и судьба всего мира. Sehr geehrter Herr Generalkonsul, liebe Kolleginnen und Kollegen und vor allem liebe Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland. Als Schirmherr dieser Veranstaltung freue ich mich natürlich ganz besonders, noch einmal alle hier in Hamburg begrüßen zu können zur 12. Bundesolympiade der russischen Sprache. In den letzten Tagen habt ihr in vielen Prüfungen eure Russischkenntnisse erprobt. Ich habe schon gehört, dass man zum Teil durch die ganze Stadt geschickt wurde, zum Spiegel und zu anderen wichtigen Unternehmen. Da musste es darum gehen, konzentriert Texte zu lesen, zuzuhören, erfindungsreich etwas zu schreiben und darzustellen. Und eigentlich kann man sagen, ganz gleich, auf welchem Platz ihr am Ende gelandet seid, ihr alle seid als Auswahl eurer Bundesländer eigentlich schon jetzt Gewinner, sozusagen eine einzige große Nationalmannschaft der russischen Sprache. Die Sprache ist nicht nur das Lehrfach, das studieren muss. Die Sprache ist eine wichtige Brücke, die Völker und Länder verbindet. Besonders ist es wichtig, dass wir, Russen und Deutschen, unsere Sprache gut kennen werden. Deutsche und russische Völker haben seit Jahrhunderten eine gemeinsame Geschichte. В заключение я хотел бы поздравить всех участников Олимпиады, не только победителей, но и участников, поскольку, как вам известно, принцип Олимпиады – главное не победа, главное участие. Надеюсь, это останется у вас в памяти, и вы будете это помнить. Спасибо. Блокады я жила в Ленинграде. И именно поэтому, наверное, я радуюсь, что в течение нескольких десятилетий наши страны – партнеры, друзья. И от наших стран очень многое зависит в мире, и мир в мире тоже. И я сегодня хочу от всей души поблагодарить вас всех, участников Всегерманской Олимпиады по русскому языку, за ваше стремление узнать этот язык, изучить его, понять Россию, а значит, понять, может быть, непростую, противоречивую, но удивительную душу русского человека. Я надеюсь, что в следующем году мы с вами встретимся на Всемирной Олимпиаде русского языка в Москве. Всего вам самого-самого доброго. И спасибо вам за вашу любовь к языку и за то, что вы такие прекрасные ребята. Спасибо. Es ist mir eine große Freude, heute Abend hier bei der Abschlussveranstaltung der Russischen Olympiade 2012 die Förderpreise des Bundesrates überreichen zu dürfen. Mit dem Förderpreis möchte der Bundesrat Ihre herausragenden Leistungen in diesem Wettbewerb würdigen, aber gleichzeitig möchte er Sie auch unterstützen und motivieren, Ihre Sprachkenntnisse weiter auszubauen und zu vertiefen. Zu verdanken haben wir den Preis den Mitgliedern der deutsch-russischen Freundschaftsgruppe des Bundesrates und des Russischen Föderationsrates. Deren Vorsitzender auf deutscher Seite ist Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzek,
der mich ausdrücklich beauftragt hat, heute Abend seine herzlichsten Grüße zu überbringen. Der Bundesrat freut sich sehr, mit dem Deutschen Russischlehrerverband einen sehr engagierten und sehr kompetenten Partner gefunden zu haben. Lassen Sie mich Ihnen, liebe Frau Gotsch, ganz, ganz herzlich stellvertretend für alle Ihre lieben Kolleginnen und Kollegen danken, die mit großem Engagement und mit viel Liebe diese Veranstaltung hier vorbereitet haben. Ihr Engagement zur Förderung junger Menschen kann nicht genug gewürdigt werden und wir wünschen Ihnen auf diesem Weg weiterhin so viel Elan und Einsatzfreude wie bisher. Und jetzt kommen wir zum absoluten Höhepunkt, nämlich den Hauptpreis des Bundesrates im Wert von 1.800 Euro bekommt Franka Angelstein aus Thüringen. Ich habe einen Förderpreis vom Bundesrat gewonnen, über 1.800 Euro, das soll ich dabei hinhalten. Ja, und ja, das ist natürlich jetzt noch die große Frage, was ich damit mache. Ehrlich gesagt, kann ich mir eine Reise vorstellen, natürlich nach Russland, aber da bin ich mir jetzt auch noch nicht sicher. Also erstmal finde ich, Russisch ist eine sehr schöne Sprache, weil sie sehr schön klingt. Sie ist natürlich sehr schwer zu erlernen, das muss man sagen, aber ich finde auch, als Wirtschaftspartner und Handelspartner aus Russland wird Russland in den letzten Jahren immer wichtiger. Und ich denke, auch wenn man in Russland für Reisen ist, oder wenn man da studieren will, Russisch ist auf jeden Fall die meistgesprochene Sprache in Europa. Und ich denke, Russisch ist sehr wichtig. Also ich muss ganz offen sagen, wir haben ein großes Fest der russischen Sprache wieder erlebt, an dem die besten Russischschülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland teilgenommen haben. Ich habe überwiegend sehr zufriedene, auch locker und gelöste Schülerinnen und Schüler gesehen, die auch aus den Prüfungen herauskamen, ohne dass man das Gefühl hatte, sie sind also allzu sehr gestresst gewesen. Und ich finde, auch die Kolleginnen und Kollegen haben mit dazu beigetragen, dass das Ganze zu einem runden Ereignis geworden ist. Und ich hoffe, dass in 3 Jahren dann ein solches Ereignis sich an einem anderen Ort, in einem neuen Bundesland wiederholen lässt und wieder so viele Schülerinnen und Schüler dann zusammenkommen. Und der größte Wunsch ist vielleicht, dass alle Bundesländer dann vertreten sind. Leider war diesmal Bayern noch nicht vertreten, aber ich denke, dass die beim nächsten Mal auch mit dabei sind dann. Musik